Der Karlsruher Kopf. Lange Jahre war er Alltag auf vielen Bahnstrecken, zuletzt besonders in Baden-Württemberg. In diesem Film möchte ich mit euch nochmal einen Blick auf einige der letzten Einsätze werfen, die die Endsteuerwagen noch bis Ende September 2016 planmäßig fuhren. Im Jahr 1971 stellte die Deutsche Bundesbahn einen neuen Steuerwagentyp in Dienst, um auf mehr Strecken mit wirtschaftlicherem Wendezugbetrieb fahren zu können. Ihren Namen haben die Steuerköpfe von ihrem Produktions- bzw. Umbauort, denn die Wagen wurden im Ausbesserungswerk Karlsruhe gebaut. Teilweise wurden die Wagen komplett neu gebaut, ein anderer Teil wurde aus vorhandenen Wagen umgebaut. Seither waren die Steuerwagen in ganz Westdeutschland im Einsatz. Im Jahr 2016 waren die Karlsruher in Baden-Württemberg noch in zwei Bahnbetriebswerken stationiert, im BW Stuttgart sowie im BW Ulm, auf dessen Einsätze wir nun zunächst einen Blick werfen werden. Ulmer Steuerwagen kamen in einzelnen Umläufen auf der Südbahn von Ulm nach Friedrichshafen zum Einsatz, wo normalerweise Doppelstockwagen mit Loks der Baureihe 218 unterwegs sind, die auch die N-Wagen-Umläufe ziehen. Weitere Einsätze für Ulmer Karlsruhe gab es auf der Interregio-Express-Linie von Ulm nach Neustadt im Schwarzwald, über Sigmaringen, Tuttlingen, Immendingen sowie Donaueschingen, wo die Züge planmäßig Kopf machten. Diese Leistungen fuhren auch mit Ulmer 218ern, aber nur mit drei N-Wagen, den Steuerwagen inbegriffen. Da die Karlsruher entweder einen Steuertisch für Diesel- oder E-Loks besaßen, waren im BW Ulm beide Typen stationiert. Die mit E-Tisch fuhren aber meist mit Stuttgarter Steuerwagen gemischt auf vielen Leistungen, die im Stuttgarter Hauptbahnhof begannen. Zu diesen komme ich nun. Karlsruher Steuerwagen des BW Stuttgart kamen auf folgenden Linien zusammen mit ihren jüngeren Brüdern, den Wittenberger Steuerwagen, zum Einsatz. Zum einen auf dem Regionalexpress Stuttgart-Nürnberg über Schwäbisch Hall-Hessental und Crailsheim, wo meist eine 111er E-Lok die N-Wagen-Garnituren aus meist 6 N-Wagen bespannte. Ebenso waren sie auf der Regionalbahn Stuttgart-Geislingen an der Steige im Einsatz, wo teilweise auch 143er die Züge zogen bzw. schoben. Diese RB erreichte aber nur alle 2 Stunden den Stuttgarter Hauptbahnhof. In der anderen Stunde endeten die Leistungen bereits in Plochingen. Ausschließlich mit Loks der Baureihe 143 kamen die Karlsruher Köpfe auf dem ein- bzw. zweistündigen Regionalexpress Stuttgart-Würzburg sowie der stündlichen Regionalbahn von Stuttgart nach Heilbronn zum Einsatz, wobei der Anteil an Karlsruhern auf der RB höher war als auf dem RE, wo größtenteils Wittenberger zum Einsatz kamen. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die Einsätze auf der Frankenbahn, also auf der Bahnstrecke von Stuttgart nach Würzburg. We'll be right back.
stündlichen Regionalbahn Stuttgart-Heilbronn sowie den teilweise stündlich verkehrenden Regionalexpress Stuttgart-Würzburg konnte man auf der Strecke mit Glück also 4 Leistungen pro Stunde mit Karlsruher Köpfen beobachten. Auf ihrer Fahrt durchfahren sie von Walheim bis Bad Friedrichshall das schöne Neckartal. Auf diesem Abschnitt liegt auch der Bahnhof Nordheim. Hier fuhren alle mit Karlsruhe gefahrene Leistungen ohne Halt durch. Nach Nordheim ist von Stuttgart aus kommend unser nächster Halt auch schon Heilbronn. Aufgrund der hier endenden Regionalbahn von Stuttgart konnte man hier oft Garnituren mit Karlsruher Steuerwagen in der Abstellung sehen. Diese Garnituren wurden von einer Rangierlok in die Abstellung gefahren. Die meisten Regionalbahnen von Stuttgart, die kurz nach der vollen Stunde in Heilbronn ankommen, fahren aber weiter in ein Abstellgleis, wo sie auf die etwa 50 Minuten später beginnende Rückfahrt warten. Von dort aus fahren sie dann einige Minuten später auf Gleis 5 ein, von wo die Züge dann wieder zurück nach Stuttgart fahren. Die Karlsruher fuhren auch einzelne Zugleistungen, wie beispielsweise eine Regionalbahn um 18.04 Uhr von Bad Friedrichshall Hauptbahnhof nach Osterburken. Abfahrt 18.04 Uhr.
18 Uhr 8. Heute von Gleis 5. Diese Garnitur war aus 3 N-Wagen gebildet, wobei der Steuerwagen normalerweise Karlsruher Bauart war. An dieser Regionalbahn anzutreffen war eine Zeit lang auch ein Einzelstück unter den Karlsruhern. Er war mit einer Werbefolie für die U19-Fußball-Europameisterschaft, bei der die DB Regio als Sponsor auftrat, beklebt. Diese Folie bedeckte den ganzen Wagen außer den Steuerkopf. Innen verfügte dieser Steuerwagen über das originale OLV-Design, womit wir auch schon beim nächsten Thema wären. Die meisten Karlsruher waren zuletzt, wie alle anderen N-Wagen auch, größtenteils mit Sitzen im DBM-Design anzutreffen. Es gab aber auch noch Vertreter der Karlsruher in den ursprünglichen Umbauvarianten OLV und Hannover. Neben dem schon vorgestellten OLV-Steuerwagen gab es beispielsweise noch einen mit Hannover-Design. Dieser fuhr zuletzt unter anderem auf dem Interregio-Express Ulm-Neustadt. Mittlerweile, mehr als 40 Jahre nach der Produktion der ersten Karlsruher Steuerwagen, sind diese zum Fahrplanwechsel 2016 am 11. Dezember vollständig aus dem Betrieb ausgeschieden. Grund dafür ist natürlich ihr stolzes Alter, sowie die Tatsache, dass die Wagen in vielerlei Hinsicht den aktuellen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden, beispielsweise durch das Fehlen einer Klimaanlage sowie durch den nicht barrierefreien Einstieg. Auch ist eine Mitnahme von mobilitätseingeschränkten Reisenden nicht wie bei einigen Wittenbergern nicht möglich. Meine Damen und Herren, an Gleis 7, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Mir persönlich werden die Karlsruher Steuerwagen trotzdem gut in Erinnerung bleiben. Mit ihrer historisch anwirkenden Kopfform sorgten sie für Abwechslung im Bahnbetrieb. Er passt in meinen Augen auch viel besser als der kantige Wittenberger Kopf zu den N-Wagen. Deshalb danke Karlsruher Kopf für viele fast problemlose Einsatzjahre. Im Vergleich zu vielen anderen Eisenbahnfahrzeugen, die heimlich still und leise aus dem Betrieb ausscheiden, wurde den Karlsruhern in Baden-Württemberg ein gebührender Abschied bereitet.
Es wurde von DB Regio sowie vom Eisenbahnkurier eine Abschiedsfahrt organisiert, bei welcher ein Karlsruher Kopf in Crailsheim an das DB-Museum übergeben wurde. Ein ausführliches Video zu dieser Abschiedsfahrt, wo ihr auch einiges über die Geschichte der Karlsruher Köpfe erfahren könnt, seht ihr nun eingeblendet in Form einer Infokarte. Über Feedback und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.